Heute, was geht ab, Leute? Hong hier. Ihr seht dieses Video am Sonntag. Ich bin von Amsterdam zurück. Hoffentlich war es ein cooles Event. Ich drehe hier das Video vor. Noch ist es erst Donnerstag. Noch bin ich nicht mal losgefahren, aber Sonntag werde ich wahrscheinlich so müde sein, so tot von der Fahrt, dass ich kein Video hinbekomme. Weil wir fahren Samstag direkt nach dem Event wieder nach Hause. Und Fahrt 8 Stunden plus. Kommt keine Ahnung. 3, 4 Uhr in der Früh hier an. Schauen wir mal, wie ich die Fahrt überleben will. Also das sind echt 3 Tage ohne Schlaf. Oder mit kaum. Aber wird hoffentlich cool. Aber auf jeden Fall heute endlich ein Video über Free-to-Play. Das ist ein Thema, das jetzt sehr oft vorkam. Und das werden wir heute besprechen. Ich bin theoretisch Free-to-Play. Und heute werde ich allgemein über Free-to-Play reden. Und über meine Einstellung über Free-to-Play. Und über die Zukunft, weil eigentlich habe ich nicht vor, weiterhin Free-to-Play zu bleiben, aber darauf kommen wir noch. Erst einmal hier habe ich einen Gutschein bekommen von Savage. Shoutout an ihn, danke dir. Er meinte im Namen von allen für meine 10.000 letztens, aber im Grunde genommen hat er mir das alleine geschenkt. Das werden wir gleich einlösen und dann schauen wir mal. Savage führt auch eine Instagram-Seite, Anime-Fan-Seite, werde ich verlinken. Schaut vorbei, wenn ihr Animes mögt. Und dann könnt ihr ihm da ein bisschen folgen. Auf jeden Fall danke an dich, Savage. Und meine Meinung erstmal zu Free-to-Play, also Free-to-Play. Also Free-to-Play heißt, dass man nichts ausgegeben hat für das Spiel. Was theoretisch bei mir eigentlich nicht stimmt. Ich sag das immer, ich habe in-game nichts ausgegeben. Sprich, ich habe noch nie Münzen aufgeladen. Das ist falsch. Oh, Moment, erstmal das Habitat und dann zeige ich euch das. Zu einem Shop. Aber ich habe natürlich Geld ausgegeben, zum Beispiel für die Map, für Benzin, für Fahrten, Powerbank, wie man es nimmt. Powerbank zähle ich jetzt nicht unbedingt dazu, Critical Catch, cool. Aber außenrum habe ich halt viele Sachen ausgegeben. Aber für das Spiel in-game nichts, noch nicht. So, Shop halt hier zum Beispiel, hier unten noch nichts. Wie ist das möglich? Wie kann ich so viele EPs gemacht haben? Im Grunde genommen ist es ziemlich leicht. Ihr müsst einfach mal hier in den Shop schauen, was es gibt. Und wenn man genau hinschaut, ist alles unwichtig. Außer Glückseier. Ihr seht hier Premium Pass. Okay, Premium Pass mit den Boxen. Die Raids haben auch viele EPs gebracht. Und die sind nicht schlecht gewesen. Aber Beleber, Tränke, Pokebälle brauchst du nicht. Lockmodule theoretisch auch nicht. Ist halt echt ein bisschen assi gegenüber Niantic, was wir da machen mit den Bots und den Lockmodulen. Aber die sind halt echt zu teuer. Und wenn wir das Geld anderweitig ausgeben für zum Beispiel Glücksei oder so, dann denke ich mal, ist das auch okay für Niantic, dass wir da das Geld reinbringen. Aber auf Dauer so Lockmodul-Partys, Parsing für jedes Event, eigentlich 24 Stunden brennen zu lassen, das geht halt echt nicht mit diesen Preisen bei den Lockmodulen. Weil das sind 6,80 € für 8 Module. 8 Module sind nicht mal eine Stunde, also 8 Module sind nicht mal eine halbe Stunde in Parsing, weil wie viele gibt es dort? 13? Irgendwie so. Das heißt, das sind 13,60 € pro Stunde. Nicht mal, weil wie gesagt, das sind nur 8 Module und man braucht eigentlich 13 oder so. Aber nehmen wir mal an 8. Das sind dann 13,60 € pro Stunde mal 24 mal eine Woche. Also da Module sind momentan echt zu teuer. Inkubatoren, meiner Meinung nach auch ziemlich unnötig. Habe ich bisher sehr selten gekauft, nur wenn ich 19 hatte für Video. Und dementsprechend könnt ihr auch sehen, wofür ich mein Geld ausgegeben habe. Nur Glückseier habe ich gekauft, also und halt ab und zu Inkubatoren für Videos. Rauch unnötig und die zwei Sachen natürlich sehr, sehr wichtig. Die habe ich direkt als erstes aufgemaxt, Pokémon und Beutel. Wenn man das einmal gemacht hat, dann braucht man das ja nicht mehr. Und danach hat sich das Geld halt immer gesammelt, gesammelt, gesammelt. Und was ist dann passiert? Glückseier zum halben Preis und da habe ich halt zugeschlagen. Dementsprechend hatte ich halt so viele Glückseier und das ist bisher das einzige, was ich gekauft habe. Vorher muss man bedenken, dass ich seit Oktober, November jeden Tag mindestens 10 Arenen hatte und jeden Tag 100 Münzen rausbekommen habe. Was weiß ich, wie viel das ist. Das sind pro Monat 3000 Münzen. Das sind so über 25 Glückseier. Mit dem 50% Rabatt sind es bereits 100 Glückseier. Also könnt ihr euch vorstellen, dass ich beinahe fast 1000 Glückseier hatte. Oder theoretisch hatte. Es gab es ja zweimal diese 50% auf Glückseier. Also gesamt habe ich wahrscheinlich
beinahe 1000 Glücksal gekauft mit den Münzen. Aber wahrscheinlich ein bisschen weniger, weil ich so verrückter bin, der auch Geld für Klamotten ausgibt. Das sind nicht die Klamotten. Hier sind die Klamotten. Da habe ich ein paar Sachen gekauft, weil, wie gesagt, nachdem ich die Beutel und den Pokémon-Teil aufgefüllt habe, gemaxt habe, gibt es halt echt nichts, was mich interessiert. Nur Glückseier. Und da hatte ich echt genug. Also habe ich da auch Klamotten gekauft. Und wieso mache ich das? Also wieso bin ich Free-to-Play? Gibt es eigentlich einen Grund? Und das ist auch der Grund, wieso ich demnächst vielleicht nicht mehr Free-to-Play bin. Und zwar Motivation. Am Anfang eines Spiels möchte ich halt alles selber freischalten. Und dazu gehört eben auch solche Sachen wie die Pokémon-Box und der Beutel. Dass ich das freischalte, gehört für mich zum Spiel. Für manche ist es halt nur ein Teil des Spiels, also oder gar kein Teil des Spiels. Die stecken halt direkt Geld rein und dann haben sie alles aufgefüllt, gemaxt. Und dann sind sie bereit zum Spielen. Aber für mich ist das bereits ein Teil des Spiels. Und damit ich motiviert am Spiel bin und überhaupt Spaß am Spiel habe, will ich selber alles freischalten. Dazu gehört eben auch das. Deswegen habe ich am Anfang auch viele Arenen gemacht. Und jetzt nehmen wir mal zum Vergleich Tati, der am Anfang fast gar keine Arenen gemacht hat, weil er sehr viel gecasht hat. Und dementsprechend fast null Motivation hatte für Arenen. Weil wieso soll er so viel Zeit investieren und Mühe für 20, 30 Münzen am Tag, wenn er 12.000 da stehen hat zum Beispiel. Deswegen mache ich sowas bei Spielen immer. Ich spiele zum Beispiel auch Hearthstone, da bin ich auch Free-to-Play. Der Unterschied ist halt, bei Hearthstone man kann halt Karten sich erspielen oder man kann sich die Karten kaufen. Und dann kann man mit den Karten spielen. Aber mehr hat das Spiel eigentlich gar nicht an Sinn. Es hat einfach gar keinen Sinn. Wenn man sich die ganzen Karten kauft, dann hat man sie. Und dann kann man mit allen Karten spielen. Aber theoretisch kannst du halt mit denen spielen. Aber was machst du dann damit? Du hast eigentlich gar kein Ziel, das du verfolgst. Und ich brauche halt immer dieses eine gewisse Ziel, damit ich überhaupt Spaß am Spiel habe. Dementsprechend bei Hearthstone ist es mein Ziel, alle Karten zu bekommen. Zu erspielen sozusagen. Das ist mein Ziel. Und so ähnlich halt wie hier in Pokémon. Alles erspielen. Ich muss sagen, natürlich früher war es viel leichter mit 100 Münzen pro Tag. Ich würde vielleicht sogar sagen, dass es heutzutage nicht mehr möglich ist. Aber mein Ziel war zum Beispiel auch, alle Klamotten zu kaufen, zu erspielen mit den Dingern, mit den freien Münzen. Aber das Ziel habe ich jetzt aufgegeben. Und mein Ziel hat sich jetzt zum Beispiel geändert. Jetzt will ich natürlich einfach der Krasseste sein und möglicherweise dann beim nächsten Event so viel reincashen wie geht und dann anstatt 1 Million am Tag einfach 2 Millionen am Tag zu machen oder so. Oder zum Beispiel beim letzten Event hätte ich da reingecashed und die ganze Zeit mit neuen Brutmaschinen rumgelaufen und dann Glücksseier und all dies das. Da hätte ich so viel mehr gemacht. Wie gesagt, meine Motivation, meine Ziele haben sich geändert. Aber es hat sich halt zu so einer großen Sache entwickelt, dass ich Free-to-Play bin. Ich war nie dagegen, Geld zu investieren. Ich hatte halt nur meine eigenen persönlichen Gründe, wieso ich das nie gemacht habe. Wie ihr jetzt gerade erfahren habt, wegen Motivation und so. Und manche schreiben mir und sind halt so richtig stolz drauf, aber aus den falschen Gründen. Man kann gerne Free-to-Play sein, wenn man die richtigen Gründe hat, aber man sollte nicht die anderen verurteilen, die gerne Geld dafür ausgeben. Ich kann das vollkommen nachvollziehen, beziehungsweise würde es eigentlich auch machen. Wenn zum Beispiel jemand sagt, ja für Kino und so, wenn ich weggehe, gebe ich so und so viel Geld aus, wieso soll ich das für mein Hobby nicht auch machen? Und hier und da mal ein Fuffi jeden Monat oder so und 100, wieso nicht? Und das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen und ich unterstütze die eigentlich vollkommen. Aber wie gesagt, es ist halt zu so einer großen Sache geworden bei mir, dass ich das dann mir dreimal überlegen musste. Und jetzt habe ich es mir überlegt und das ist halt der erste Schritt, den löse ich jetzt ein. Ich weiß nicht mal, wo man das genau macht. Und dann schauen wir mal, was wir mit den Münzen machen. Ich werde mir wahrscheinlich Klamotten kaufen davon, Ingame-Klamotten. So, muss man das aufklappen hier oder was? Hier. Und dann schauen wir mal. Ich wollte noch sagen, guter Vergleich. Also in Pokémon und Hearthstone macht es vielleicht nicht so viel Sinn, sich diese Sachen zu erspielen. Aber wenn man es mal primitiv betrachtet, einfaches Beispiel, zum Beispiel ein Puzzle. Und du kaufst ein Puzzle und hast Bock, das alleine zu machen. Und wenn du jetzt zum Beispiel reincashst, meiner Meinung nach ist es halt zum Beispiel so, du zahlst 5er extra und der Rand ist schon bereits für dich gemacht oder so. Zumindest am Anfang eines Spiels. Wenn du dir am Anfang direkt alles erkaufst, ist es halt ungefähr so wie wenn du ein Puzzle kaufst und dann zahlst du extra und der Rand ist bereits gemacht oder so. Oder die Hälfte des Puzzles. Macht doch keinen Spaß. Zumindest war das meine Meinung.
wieso ich halt nie reingecashed habe, aber jetzt hat sich's geändert. Ich habe alles erspielt, theoretisch. Und jetzt könnte ich eigentlich, wenn ich wollte, reincashen und da ein bisschen abgehen. Dann könnt ihr sehen, was so geht, wenn man reincasht. Nochmal Shoutout und Dank an Savasch. Was mache ich? Das gibt man doch nicht da ein. Mein Gott, sorry Leute, das war der totale Fail. Wo gibt man das überhaupt ein? Mein Gott, ich komme gleich wieder. So, ich habe es gefunden. Man muss hier einfach im Shop die Coins kaufen und dann kann man ein paar Zahlungsmöglichkeiten angeben. Unter anderem halt auch Gutschein einlösen. Aber es lädt hier komischerweise. Ich habe jetzt das für 10,99 gekauft und hätte dann noch 4 Euro übrig. Das wären nochmal 400 Coins. Aber das kann ich mir ja sparen und dann ein besseres Angebot wie die da unten nehmen. Anstatt dann viermal dieses 100 Münzen für 99 Cent. Aber lädt komischerweise ziemlich lange. Während das lädt, können wir noch drüber gehen. Also ich habe euch gerade meine Gründe genannt, wieso ich bisher Free-to-Play gespielt habe und wieso ich noch nicht direkt auf Reincashing umgestiegen bin, weil das halt eben echt so eine krasse und große Sache geworden ist mit den Zuschauern, mit den Fans. Free-to-Play ist gut, aber Reincashing ist auch nicht schlimm. Pay-to-Win, wie man es nimmt. Man kann beides machen, man kann einen Mittelweg finden, also Geld ausgeben für ein Hobby, ein Spiel, das einem Spaß macht, ist auf jeden Fall nichts Schlimmes. Aber ich habe es euch gezeigt, ich bin ein klasse Spieler, zweimal Level 40 geworden, ohne auch nur einmal Geld auszugeben. Ich muss sagen, natürlich damals war das Spiel anders, 100 Münzen am Tag ist auf jeden Fall ein großer Unterschied. Und das seht ihr immer noch. Moment, schauen wir mal, wird schon gehen irgendwann. Auf jeden Fall. Okay, das hier lädt auch nicht, oder was? Na dann, scheiß drauf, weil letztens auf Twitter, da gibt es immer solche verschiedenen Sachen, wo ich getaggt werde. Und eins war halt zum Beispiel, wo man zeigen musste, seine Medaille von Joggen. Die G-Medaille und die Eier-Medaille. Und da musste man da den Mittelwert nehmen. Und wie geringer der Mittelwert war, desto weniger hat man reingecashed, theoretisch. Und da hatte ich, glaube ich, den zweitniedrigsten. Der mit dem niedrigsten, der hatte aber auch nicht so viel gespielt, der hatte beide noch nicht auf Gold, also das war auf jeden Fall so ein Indikator, dass ich extremer Free-to-Play-Spieler bin. Aber wie gesagt, das hier lädt nicht und ich habe verrückten GPS-Drift. Aber ich fange den hier noch. Okay, das Spiel lädt echt nicht. Ich glaube, ich muss neu starten. So, das war's. Das Spiel muss neu laden. Ich habe euch meine Meinung zu Free-to-Play erzählt, wieso ich das gemacht habe und was meine Meinung zum Eincashen ist. Ich finde es echt nicht schlimm. Ich werde es wahrscheinlich demnächst sogar machen. Beziehungsweise habe es gerade gemacht, dank Savasch. Shoutout an dich und danke. Aber was ich mit dem Geld machen werde, Klamotten kaufen. Wahrscheinlich einen Livestream dann demnächst, wo ihr abstimmen könnt, was für Sachen ich kaufe, welche Kleidung. Aber das war's. Schreibt eure Meinung unten in die Kommentare. Was haltet ihr von Free-to-Play versus Pay-to-Win? Zahlt ihr viel Geld? Wie viel zahlt ihr? Oder seid ihr immer noch Free-to-Play? Ansonsten war's das. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt gerne, wie es ab. Ich überleg's mir, ob ich demnächst ein bisschen was reincashe. Und dann das nächste Event richtig krass abgehe. Was auch eine Option ist, da habe ich bisher ab und zu ein paar Angebote bekommen, aber hat noch keiner wirklich gespendet, und zwar Donations. Und dann vor einem Event oder so mache ich einen Livestream und dann jede Donation, die ich an dem Tag bekomme oder bei dem Livestream dann bekomme, wird für das Event ausgegeben. Ein paar haben bisher gelabert, aber noch nicht viele haben da tatsächlich dann donated, aber wird sich hoffentlich demnächst ändern. Aber das war's. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.